Würden Sie im Nachhinein es als Fehler bezeichnen, dass Sie am 3. März Öffnungsschritte und Lockerungen zugelassen haben, im Wissen der dritten Welle? Wäre es jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir haben uns vertan, wir mussten umkehren und Sie bitten quasi die Bürger dafür auch um Nachsicht oder Verzeihung? Denn dass jetzt Ostern geschlossen wird, ist ja ein Riesenschlag ins Kontor für die Leute, die sich darauf gefreut haben. Naja, also ich muss erst mal sagen, dass es ja sehr unterschiedlich die Situation ist in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben mit Schleswig-Holstein, mit Rheinland-Pfalz, auch mit dem Saarland Länder, die noch deutlich unter 100 liegen. Also es hat sich auch bewährt, den regionalen Ansatz zu machen. Ich glaube, der schafft auch einen gewissen Ehrgeiz der einzelnen Landkreise. Aber insgesamt muss man sagen, steigt die Inzidenz doch an. Und deshalb war es absolut richtig, diese Notbremse zu ziehen. Manche haben gehofft, sie muss nicht angewandt werden. Aber wir haben auch am 3. März gesagt, dass sie Teil unserer Beschlüsse ist, weil wir wussten, in welcher unsicheren Situation wir sind. Und wir sehen jetzt, mit welcher Intensität doch dieses exponentielle Wachstum stattfindet. Und da glaube ich, dass diese Ausweitung um die 2 Ruhetage einen Beitrag leisten kann. Die wird nicht alle Probleme lösen. Gleichzeitig haben wir den Menschen versprochen, das Testen zu intensivieren. Da ist vieles auf den Weg gebracht worden, auch mit der Taskforce des Bundes, wenn ich das so sagen darf. Aber da sind wir doch auch noch nicht am Ziel. Also ich glaube, wir wussten, dass wir ein Risiko eingehen. An vielen Stellen hat sich dieses Risiko so erwiesen, dass wir doch die Notbremse ansetzen müssen. Wir haben aber das Instrumentarium am 3. März uns hingelegt. Und wir haben jetzt noch mal gesagt, die Situation ist so ernst, dass wir auch um Ostern noch mal diese Ruhephase einlegen. Ich glaube, dass das berechenbar, man wird ja oft gefragt, wie haben Sie einen Langzeitplan für diese Pandemie? Und die Antwort heißt immer, dass man sehr flexibel und immer wieder neu auf die Situation reagieren muss. Aber alles, was wir heute beschlossen haben, dient dieser Ernsthaftigkeit und ein großer Teil davon war auch in den Beschlüssen des 3. März schon angelegt. Ja, wir waren auch in Berlin bisher unter 100 und haben, glaube ich, in den letzten Wochen das auch anbieten können mit aller Vorsicht und Besonnenheit, was viele Menschen auch erwartet haben nach den schweren Monaten davor. Und das ist ja nicht so, dass wir einfach mal aufgemacht haben, sondern mit sehr vielen Regeln und sehr vorsichtig, wenn man an die Schule denkt, Wechselunterricht bis heute in Berlin, nicht alle Jahrgänge im Präsenzunterricht, im Einzelhandel mit den entsprechenden Einschränkungen. Aber ich glaube auch, dass es richtig war, jetzt zum Beispiel darüber, das habe ich eben schon angesprochen, und über Modellprojekte, die wir ja formuliert haben, am Wochenende begann es in der Kultur, eben genau ein Gefühl auch dafür zu bekommen, was wird wie angenommen, was kann umgesetzt werden und wie kann man öffnen, normalisieren also mit einer Teststrategie verbinden. Ich hätte das nicht per se so gedacht, dass es so funktioniert, dass 1000 Menschen am Wochenende in die Philharmonie gehen und nicht ein einziger positiv getestet ist. 500 kamen mit einem Testergebnis von einem Testzentrum, einem tagesaktuellen, und 500 wurden vor Ort getestet innerhalb von 90 Minuten. Das muss man auch mal machen, damit man weiß, was geht und was nicht geht. Und insofern, glaube ich, waren die Dinge richtig. Ich sage aber auch, dass ich es auch richtig finde, jetzt zu sehen, dass wir eben nochmal auch Zeit gewinnen im Rahmen unserer Strategie und zu den 3 Tagen, die ohnehin ja schon Ruhetage sind, wo das öffentliche Leben weitgehend runtergefahren ist, noch 2 hinzufügen, sodass wir über einen etwas längeren Zeitraum wirklich nochmal Infektionsketten auch durchbrechen können. Jörg Blank, dpa.